Guten frühen Morgen zusammen und willkommen auch hier auf diesem Kanal zu einer kleinen Meldung, so für zwischendurch. Ja, das ist jetzt chronologisch etwas kompliziert, denn ihr werdet zuerst den Vlog auf dem anderen Kanal sehen. Im Anschluss lade ich dann das Video hoch. Ich muss nämlich den Themenzettel noch fertig schreiben, beziehungsweise bin jetzt fast fertig. Aber ich dachte mir, ich nehme das schon mal im Vorfeld auf, solange die Kerzen noch brennen. Ich habe nämlich meine Bedenken, ob wir den Vlog überleben werden. Deswegen gucken wir uns jetzt eine kurze Meldung an und dann kommt das Flöckchen. Für euch, wenn ihr das seht, genau umgekehrt. Das Flöckchen habt ihr schon gesehen. Falls nicht, Hauptkanal, muss ich euch nicht erklären. Worum geht's? Der Tageslügel hat nun berichtet, dass nach etwas fast schon hauchdünner Kritik von Seiten der SPD am geplanten AfD-Verbotsantrag sich nun auch Sarah Wagenknecht geäußert hat. Und sie hat das etwas deutlicher zusammengefasst. Sie sprach vom Zitat dümmsten Antrag des Jahres. Worum ging's? Wir haben gestern darüber gesprochen, dass es offensichtlich in Mode gekommen ist, wenn man selbst seine eigenen Fälle davon schwimmen sieht, dass man seine Konkurrenz, die einem den Rang abläuft, die Pöstchen streitig macht aufgrund des eindeutigen Wählerwillens, dass man die dann kurzerhand verbieten möchte, damit man im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl, so sie denn stattfindet, überhaupt noch einen Fuß in die Tür bekommt. Eben jenem Verbotsantrag haben mindestens 37 Abgeordnete zugestimmt, und zwar aus der gesamten Spezialdemokratischen Einheitsfront. Sowohl von der CDU als auch von der SPD, von den Grünen, von den Linken. Also fast alle sind da gemeinsam ins Bett gestiegen. Aber man muss betonen, dass es von allen Fraktionen trotzdem nur eine Minderheit ist. Und das intern auch hoch umstritten ist, weil es, naja, wie Sarah Wagenknecht schon sagt, eine ziemlich bescheuerte Aktion ist. Alleine deswegen, weil entsprechende Akteure so ziemlich sämtliche Masken fallen lassen, was ihre pseudodemokratische Einstellung angeht. Wir wissen ja unsere Demokratie, nicht wahr? Deren Demokratie ist es sowieso schon seit längerem bekannt, dass man Wahlen rückgängig macht, wenn sie nicht so ausgehen, wie man das selber gerne hätte. Und jetzt reiht sich da nahtlos ein, dass man die Stimmen abgegraben haben, weil man selber offensichtlich nicht kompetent genug ist, um das Vertrauen der Wähler zu erhalten, dass man die jetzt auch einfach verbieten möchte, damit man auch noch was vom Kuchen abbekommt, damit einem nicht alles weggenommen wird. Also es ist schon wirklich echt erbärmlich. Sarah Wagenknecht spricht dementsprechend von einem Wahlkampfgeschenk an die AfD, und das halte ich für vollkommen korrekt, denn nichts anderes ist es. So ziemlich jeder noch etwas unentschlossene Wähler wird sich seine Gedanken dazu machen. Wenn dann plötzlich und unerwartet im Raum steht, wir müssen aber jetzt die AfD verbieten, weil die werden uns hier zu stark, besonders in Ostdeutschland. Sicherlich wird man das nicht so formulieren von Seiten derer, die es durchpeitschen wollen. Da heißt es dann, die Rettung der Demokratie, eine Gefährdung der Demokratie müsse ja bekämpft werden. Und es geht hier nur um das Wohl des Landes. Ja, um das Wohl eurer eigenen Brieftaschen wäre etwas ehrlicher, aber wollen wir jetzt nicht zu kleinlich sein, nicht wahr? Sarah Wagenknecht ist aber nicht die Einzige, die sich dazu geäußert hat. Es ist wirklich hanebüchener Wahnsinn, der in diesem Land mittlerweile normal geworden ist. Es gab auch noch ein Statement vom Pöbelralle von der SPD. Das hat das Handelsblatt, das Statement von Sarah Wagenknecht ist ursprünglich von Tier Online. Das Handelsblatt hat den Pöbelralle aufgegriffen, den Ralf Stegner, wie er ja offiziell heißt. Und der schwadroniert davon, dass er befürchte, ein Verbot komme zu spät. Ach so, Pöbelralle. Also jetzt hast du schon mitbekommen, dass es zumindest keine Rettung für die SPD mehr sein wird, wenn man versucht, sich die Konkurrenz vom Hals zu schaffen. Ja, wird wohl eher dazu kommen, dass der SPD auch die letzten Wähler weglaufen. Denn wer tatsächlich so klein wenig Interesse an der Demokratie hat, der findet es für gewöhnlich nicht so geil, wenn die besser wegkommen in Umfragen, wenn man die sich einfach vom Hals schaffen möchte in Form eines Verbotes. Das hat nämlich nichts mit Demokratie zu tun, das ist autokratisch. Ich habe meinen Fodorenskistan erlebt, der hat sich auch die Opposition verboten, weil er Schiss hatte, dass er ansonsten nicht mehr weiter Präsidenten kann. Also es sind genau die gleichen Mechanismen, die man für gewöhnlich in Ländern sieht, die alles andere als demokratisch angehaucht sind. Aber gut, in deren Demokratie, unsere Demokratie, das ist natürlich völlig normal. Und jeder, der es kritisiert, ist ein Gefährder, eben jener. Ja, interessantes Framing und vor allem extrem peinliches Framing. Aber so wieder faszinierend, wie der Ralf Stegner jetzt Angst hat, dass es ja zu spät kommen könne. Es würde die AfD ja zum Märtyrer machen. Nur mal so gefragt, wie wäre es denn umgekehrt? Also jetzt eine rein rhetorische Frage, was wäre, wenn die AfD eine Mehrheit hätte, meinetwegen mit der gesamten Spezialdemokratischen Einheitsfront gegen die SPD, und
ihrerseits einen Verbotsantrag gegen euch einbringen wollen würde. Ja, das könnte man sich sparen, weil ihr irrelevant werdet. Ihr werdet sowieso an der 5%-Hürde scheitern, wenn das so weitergeht. Aber nur mal so das Gedankenspiel. Was würde denn da Gift und Galle gespuckt und gegeifert? Und was gäbe es für einen Medienaufmarsch? Angriff auf die Demokratie, Unterwanderung und so weiter und so fort. Aber wenn ihr das macht, ist es wieder okay, ne? Man kann übrigens durchaus auch sagen, das wird immer rumgeschwuppelt gegen Teilen Rechtsextremer. Ja, ihr habt auch Linksextreme in der Partei und habt euch da mal wirklich von distanziert? Ja, wäre mir neu, aber hey, das eine ist eben das eine und das andere ist das andere, ne? In jeder Partei, wo viele, viele Leute zusammenkommen und die AfD ist jetzt nicht ganz so klein. Ich glaube, 30.000 Mitglieder sind es momentan, also sind es mehr oder weniger plus minus. In jeder, sagen wir mal, Gruppe, müssen wir gar nicht das Wort Partei bemühen, in jeder Gruppe, wo viele Leute zusammenkommen, da hat man auch immer welche, mit denen man vielleicht nicht gemeinsam am Frühstückstisch sitzen will. Das ist völlig normal. Auch in der SPD gibt es mit Sicherheit verurteilte Straftäter, vielleicht sogar verurteilt aufgrund von widerwärtigster Kriminalität. Es gibt ja auch den einen oder anderen namhaften Politiker, wo entsprechende Verfahren eingestellt wurden gegen eine Zahlung einer Geldauflage. Herzlichen Glückwunsch gegen Pädophilie in dem Prozess. Aber hey, ist ja nicht so wichtig, ne? Ihr wisst alle, wovon ich rede. Ich bin mir nicht sicher, ob man das so klar aussprechen darf, im besten Absurdistan aller Zeiten. Aber nur so viel, lieber Ralf. Wenn man sich also hinstellt und rumlamentiert, dass man ja den Gegner verbieten will, weil so böse und gemein, dann sollte man vor allem erstmal den Namen machen. Und nach dem Motto müsste jede Fraktion der Spezialdemokratischen Einheitsfront erstmal in den eigenen Reihen aufräumen, bevor sie sich permanent darüber ergeifern, dass es in der AfD vielleicht auch Rechtsextreme geben könnte. Ja, das gibt es sicherlich auch in der CDU. Vielleicht sogar bei den Grünen, das will ich gar nicht ausschließen. Nur da interessiert es dann keine Sau, weil man den gesamten Staatsapparat nur auf den eigenen Gegner losgehetzt hat. Wenn man die gleiche Masche abziehen würde, wie man es mit der AfD macht, sämtliche Behörden auf die Grünen losschicken würde, was meinten ihr, wie viele Extremisten man da plötzlich auftun würde? Sucht halt keiner danach. Will keiner sehen. Interessiert keine Sau. Aber in unserer Demokratie, da macht man das einfach so. Ja, es ist einfach nur noch Hanebüchen, wo das Land längst angekommen ist. Aber wundert es noch wen? Sarah Wagenknecht spricht übrigens davon, dass eben jene Abgeordnete, die diesen Wahnsinn mit unterstützen, dass die offensichtlich die Wähler ignorieren. Beziehungsweise, dass sie die Wähler nicht ernst nehmen, so rum. Ja, also völlig korrekt, wenn die AfD in drei Bundesländern auf Platz 1 und 2 in den Wahlen ist, also wirklich mit knapp an den 30% kratzend, je nach Bundesland, durchaus relevant im politischen Tagesgeschehen sind, es offensichtlich ist, dass ein Großteil der Bevölkerung eben jene AfD gerne hätte und die Parteien der Spezialdemokratischen Einheitsfront eben nicht mehr. Und man sich dann hinstellt in einer Arroganz vom Feinsten und sagt, wir müssen die Konkurrenz jetzt aber verbieten. Ja, natürlich nimmt man die Wähler dann nicht ernst. So nach dem Motto, ihr liebe Wähler, ihr seid so blöd, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Jetzt müssen wir es euch leichter machen, indem wir die wir nicht haben wollen, einfach verbieten. Aber ja, denkt euch euren Teil, nehmt das mit in die nächste Bundestagswahl. Die findet ja eventuell nächstes Jahr statt, wird sich noch zeigen. Und denkt dann nochmal kurz vor der Wahl ganz in Ruhe darüber nach, geht tief in euch, wie sich eben jene Spezialdemokratische Einheitsfront momentan verhalten hat, also dann vor etwa einem Jahr, wenn wir jetzt mal so aus der Zukunft reden, und überlegt, ob ihr den Leuten, die sich kurzerhand die Konkurrenten vom Hals schaffen wollen in Form von Schwachsinnsverboten, ob ihr denen zutraut, ein Land irgendwo verantwortungsbewusst zu verwalten. Ich bezweifle es. Aber jetzt schlaft erstmal gut oder startet gut in den Tag, je nachdem. Lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns dann später wieder. Deswegen, bis dann.